Ladies and Gentlemen, Malta. Eigentlich müsste jetzt wieder mein Malta-Bashing anfangen, weil ich ja eigentlich jedes Jahr gegen Malta bin. Aber das Lied ist einfach geil. Oh! Hey, Malta, oh, my sweater. Das ist hier, I feel better in my sweater. Also ich muss schon mitwippen, weil es aber einfach der Beat ist, so. Geiles Saxophon. Das sieht schon lustig aus. Das sieht schon lustig aus. Ich fühle es komplett. Das klingt wie jeder TikTok-Sound, den ich je gehört habe. Ja, auf jeden Fall ein cooler Song. Ich glaube, es gibt viel Mittanzfaktor, es gibt ein paar Breaks, ein paar Momente, ein paar Akzente. Im Club ist das die Zeit zu gehen, wenn das läuft. Geht auch ins Ohr, also sehr, sehr catchy. Sehr, sehr catchy. Ja, meine Mutter würde jetzt, glaube ich, sagen, funky. Ich finde es ganz nett, aber irgendwie holt es einen nicht aus dem Sessel. Und das sollte ein ESC-Song ja eigentlich, ne? Das findest du jetzt aber geil, oder? Ich finde das richtig geil. Ich mag das richtig gerne. Ich mag sowohl den Vibe, den dieser Song hat, als auch den Inhalt. Ja, den Vibe auf jeden Fall. Wenn ein Song mit dem Saxophon anfängt, ne, dann sag ich, Mama, ruf mal die 80er Jahre an, der Song möchte abgeholt werden. Funky. Aber ich hasse Saxophon und sowas. Ich hasse Jazz und Saxophon und sowas. Überhaupt nicht meins. Saxophon ist übelst krass. Wollen wir eine kleine Kulturgeschichte des Saxophons beim Eurovision Song Contest anbieten? Ja, das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Ja, dann fangen wir an. Ja, nee, ich denk natürlich an diesen Epic Sax Guy. Das ist die positive Seite der Medaille. Die negative Seite der Medaille ist für viele Eurovision-Fans immer noch mit einem schweren Trauma verbunden. Ich sage nur, Sofia Vossu, Anixi. Das glaube ich, das muss man gesehen haben. Ich finde das Saxophon total interessant. Ich finde es sehr gut, dass aus Moldau nicht auch noch eine Nummer mit Saxophon kommt. Das heißt, wir haben hier ein Alleinstellungsmerkmal. Und es gibt sogar eine Zeile in dem Lied, wo ich finde, dass er das Saxophon so ein bisschen ansingt und es antwortet. Das Saxophon wird quasi so ein bisschen personifiziert. Das erinnert mich an Englishman in New York von Sting, wo das nämlich auch so ist, wo das Saxophon irgendwie mal fast schon eine Gesangsstimme übernimmt. Und gleich kommt eine Textzeile, die kann ich dir nicht verzeihen. I feel better in my sweater. So eine originelle Zeile. I feel better in my sweater. Finde ich schon mal sehr gut. Ich hoffe, sie meint es ironisch. Das ist mir zu viel stricktextilisch. I love me a good pulley. I feel bad in my sweater. So, und ansonsten muss man halt leider sagen, dass das ein bisschen zusammengeklaut ist, ne? Haben wir nicht schon 200 Songs, die sich genauso anhören? Lake Malawi, Epic Sex Guy, Sunstroke Project. Das ist ein bisschen eine langsamere Uptown-Funk. Ein bisschen die Fortsetzung von Discotheque von The Roop. Aber, ja, solange es mir gefällt, kann mir das ja wurscht sein. Und ich finde es schon gut. Es geht ja darum, auf einer vollen lauten Party zu sein, auf der man sich eigentlich gar nicht so wohl fühlt und dann mit ein paar anderen Homies nach Hause zu fahren und eine eigene gemütliche Party zu machen. Das ist eine junge Band, die ein junges Publikum anspricht, die über ein Thema spricht, das auch junge Leute, glaube ich, sehr bewegt, weil jetzt in der Pandemiezeit sind doch viele auch so ein bisschen, haben auch soziale Phobien entwickelt. Es ist jetzt schwierig, in die Öffentlichkeit zu gehen und Party zu machen, weil man immer noch so ein bisschen diese Ängste in den Knochen stecken hat. Und das machen die zum Thema. Das ist ja eigentlich ein ganz selbstbewusstes Statement. Ganz schön. Musikalisch trägt das keine 3 Minuten, würde ich sagen. Das Saxophon ist dann immer mal wieder aufmunternd. Ich glaube, einmal weniger Saxophon hätte auch gereicht. Ich finde das gerade sympathisch, ehrlich gesagt, weil das ist genau so ein Lied, wo ich in keiner Sekunde das Gefühl habe, das haben die für den ESC geschrieben. Mhm. Ich weiß schon, was ihr wollt. Ich wollte einen coolen kleinen TikTok-Sound haben. Also ich wollte direkt mittanzen. Also ich glaube, das, was sie rüberbringen wollen, ist auf jeden Fall bei mir angekommen. Und zwar
Good Vibes. Also das komplett. Stimmt, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist eine total sympathische Nummer in einem total sympathischen Sweatshirt. Aber der ESC ist halt kein Sympathiewettbewerb. Ich glaube, wenn sie das gut performen, dann sehen wir die wahrscheinlich im Finale einfach, weil es nicht wirklich einen anderen Beitrag gibt, der so ähnlich ist. Und dann im Finale, ja, so Top 20, 18, 17 oder so. Aber kann man auch Malta nicht vorwerfen. Ich glaube, die haben so eine Einwohnerzahl wie Bielefeld und aus Bielefeld kommt deutlich schlechtere Musik als das. No offense an Casper. Wo läuft so ein Song? Im Fahrstuhl? Wir werden für immer Fahrstühle brauchen und auch Musik für diese Fahrstühle, also immer nutzen für solche Songs. Auch was. Wir rufen für den Sweater an. Rufen wir für den Sweater an. Ja. So. Machen wir so. Ja.